Pavit, der Preis fürs Lebenswerk, das ist ja, ja eine fantastische Auszeichnung. Was löst es bei Ihnen aus? Freude. Freude einfach. Es war der richtige Beruf. Ich hatte sehr viel Glück in vielen, vielen Momenten und in meiner Arbeit. Also ich kann überhaupt nicht klagen. War alles besser, konnte es gar nicht laufen. Ohne Druck vor allen Dingen. Hat sich alles so von einem Film zum anderen ergeben und ich habe da nicht unbedingt mit Ehrgeiz und Druck gearbeitet, sondern es hat sich so gefügt, wie ich es eigentlich wollte. Und gerade auch der letzte Film. Die Menschen lieben Sie ja, weil sie so authentisch sind. Also können Sie sich erklären, woran das liegt? An mir. Ja, das ist so. Einfach nur an mir. An meinem, wie sagt der am Bäse? Wer sagt denn das immer? Die Schwaben sagen statt, es liegt an meinem Wesen. Die Schwaben sagen am Bäse. Es liegt am Wesen. Also ich habe ein Wesen, was einfach ist. Also nicht schlicht und auch nicht dumm, aber ich gehe gerne auf die Menschen zu, sie kommen zu mir. Ich bin fröhlich, wenn ich fröhlich sein soll oder auch wenn es die Gelegenheit gibt, glücklich zu sein, bin ich glücklich. Also was soll sein? Und gesund bin ich auch und habe eine wunderbare Schwester. Die andere Schwester ist noch zu Hause und eine wunderbare Tochter. Das ist nämlich die Tochter meines Mannes. Jetzt dachte ich, ich habe den Arm, deinen Arm. Und das ist der Sohn. Das ist der Mann. Der Ehemann sogar noch. Den haben wir auch heute mitgebracht. Also das ist meine Familie und das ist unsere gemeinsame Familie. So. Wie schafft man denn das Familienleben so glücklich gelingt? Ja, das liegt an jedem Einzelnen. Ich glaube, die denkt, dass das immer so ist. Doch, ist es aber eigentlich. Ist es eigentlich. Nein, wir kriegen das gut hin. Ja. Ich heirate eine Familie, ist ja Kult. Ja? Was löst das, oder wie hat diese Serie Ihr Leben geprägt? Also geprägt kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe mich über den Erfolg gefreut und freue mich immer noch, weil er ja sehr nachhaltig ist, der Erfolg. Und er hat mir natürlich Türen geöffnet. Aber das alles andere ist, ich habe den Beruf gewählt, weil ich unbedingt Schauspielerin wollte. Habe erst lange Jahre Theater gespielt. Und das hat sich dann so gefügt, eben mit diesem ersten guten, schönen Fernseherfolg. Und ja, und so ist es weitergegangen. Ich habe nicht Druck gemacht und ich habe nicht krampfhaft gewartet, dass jetzt irgendwas noch kommt, was mir fehlt. Es ist eigentlich auf mich zugekommen. Und das ist das Schöne daran. Aber die Schauspielerin, die wolltest du werden. Die wollte ich werden. Das ist meine Schwester. Da hat sie sich durchgesetzt gegen meinen sehr strengen Vater. Ja, so. Das war klar. Ja, dann hat sie immer gesagt, ich will. Ja, ist sie das geworden? Und dann habe ich ihr unentwegt habe noch eine Schwester vorgespielt im Zimmer, wie ich so, also dramatische Sachen und so. Also es war schon ein Herzenswunsch, ja. Ein Wunschbuch. Ja. Ja. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, was wünschen Sie sich für sich, für die Zukunft? Ich habe keine Wünsche für die Zukunft. Es möge so bleiben, wie es ist. Ich bin glücklich, zufrieden, habe einen tollen Mann, der hat tolle Kinder, habe eine tolle Schwester und habe noch eine andere Schwester, die ist auch toll, aber ist nicht hier jetzt leider. Also ich bin ein glücklicher Mensch und mit der Familie. Und was soll ich mir wünschen? Soll ich mir jetzt noch weitere Rollen wünschen oder so? Dass du nicht mehr lernen musst. Naja, wenn was auf mich zukäme noch, dann muss es schon was Besonderes sein. Denn Martha Liebermann ist was Besonderes gewesen. Und damit aufzuhören, ist mir eigentlich genug. Ja, ich wollte fragen, womit kann man Sie denn noch vor die Kamera locken für ein nächstes Projekt? Wiederholungen gucken. Okay. Alles klar. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend.
Dankeschön.